Hallihallo meine Liebe! Grüß Gott! Wir sind wieder am Start mit einem hoffentlich sehr, sehr lustigen Video, was jetzt produziert wird. Denn ich habe euch auf Twitter gefragt, was wollt ihr für Videos von uns sehen? Und ein Mädel hat gesagt, macht doch mal ein Telefon-Battle. Und die Idee fand ich einfach so cool. Sowas Ähnliches habe ich zum Beispiel auch schon mal bei der Joyce gesehen. Und deswegen hat mein lieber Freund und Helfer, Julian, was hast du gemacht? Ich habe mir zwei Zettel geschnappt, habe da jeweils 10 Wörter drauf geschrieben. Und genau, und jetzt ruft die Bibi irgendwo an, werde ich gleich auch noch sagen, und dann muss sie versuchen, diese 10 Wörter in das Gespräch mit einzubringen, ohne dass der auf der anderen Leitung natürlich auflegt, ne? Genau, pro Wort, was ich schaffe, und du darfst nicht sagen, dass das ein Spiel ist oder so. Ja, das muss ja. Und pro Wort gibt es einen Punkt und mal sehen, also insgesamt kann ich 20 Punkte sammeln. Und jetzt wollen wir mal sehen. Und ich wette, du schaffst nicht mehr als 10. Boah, okay, die Wette gilt. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, liebe Bianca. Boah, jetzt bin ich voll aufgeregt. Wo ist mein Handy? 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 Nein, mein. Boah, das wird so witzig. Ach so, ganz kurz vorweg noch. Und zwar, wenn ihr Bock habt, dass ich mal oder wir mal ein Fan-Call-Video machen, dann zeigt uns das doch, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Am Ende dieses Videos werden wir auch noch ein paar Zuschauer von Twitter anrufen. Von daher, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und Daumen nach oben, wenn ihr ein Fan-Call-Video wollt. Und ja, da geht's jetzt mal los. Also, meine liebe Bianca, du rufst jetzt in einem Hotel an. In einem Hotel. Und sagst diese 10 Wörter. Und los. Ja, kannst du das vielleicht was nein, ich hab das Hotelnummer vergessen. Ich hab mich doch in meinem Handy gespeichert. Ich hab das erste Wort schon gesehen, Mann. Wie soll ich denn das Wort Fruchtblasen sagen, wenn ich an einem Hotel anrufe? Ja, guten Tag, Anna Schmitz hier. Ich habe eine Frage und zwar bin ich übernächste Woche in Bremen und ich suche noch nach einem passenden Hotel. Das Problem ist nur, ich habe wirklich schon sehr schlechte Erfahrungen mit Hotels gemacht. Deswegen habe ich ein paar Fragen. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit? Ich habe zwar Zeit. Ja, super. Also ich war mal in einem Hotel, da war in den Heizungen, also da war an der Heizung waren ganz, ganz viele Insekten. Deswegen haben sie auch Fußbodenheizung in ihren Zimmern. Fußbodenheizung haben wir leider nicht. Oh, das ist schon mal sehr schade. Okay, wie sieht das denn mit dem Klopapier aus? Kann man so viel Klopapier sich holen, wie man will? Also hat man so viel Klopapier, wie man will auf dem Zimmer, weil ich war mal in einem Hotel, da hatte ich nur eine Rolle für 3 Tage und das war ein bisschen kritisch dann irgendwann. Also wenn, dann wird die Rolle definitiv jeden Tag aufgefüllt, aber das sind auch mindestens 2 bis 3 drin. Okay, ich habe noch ein Problem und zwar habe ich ganz große Angst vor Aufzügen. Kann man denn auch die höheren Stockwerke per Treppe erreichen? Kann man. Sehr, sehr gut. Was gibt es denn bei Ihnen so zum Frühstück? Also haben Sie ein Frühstücksbuffet? Weil ich habe da so eine ganz bestimmte Lieblingswurst, die heißt Hochzeitswurst. Haben Sie davon schon mal gehört? Gibt es die bei Ihnen auch? Also Hochzeitswurst haben wir, glaube ich, leider nicht. Wir hätten das ganz normale gängige Putenbrust, Salami, Geflügelsalami, das ist auch noch. Dann den Gouda, den Emmentaler, das ist so frische Brötchen, Brezeln, Croissants. Das hört sich eigentlich auch ganz gut an. Also... Das Problem ist, meiner Freundin ist letzte Woche die Fruchtblase geplatzt. Da waren wir auch in einem Hotel. Ich sagte ja, wir haben sehr viele schlechte Erfahrungen schon mit dem Hotel gemacht. Und da war ein Baumstamm vorm Hotel und ja, der ist dann total voll geworden und dann sind wir da rausgeschmissen worden. Und ich habe mal von meinem Papa gehört, damals bei den Steinzeitmenschen. Da, die hatten halt super... Scheiße! Jetzt hab ich aufgelegt, weil ich konnte nicht hören! Ich wollte jetzt irgendwas von Schmiermischeln sagen! Aufgelegt. Ich hab aufgelegt, weil ich konnte nicht... Die muss mich ja für total bekloppt! Fabianka, ich bin ja so am explodieren, ne? Ey, als und sie angefangen hat... Ja, und Gouda haben wir auch noch einen Putenbrust. Ich konnte nicht und mehr! Von der Tür, meine Frucht hat und von der Tür war ein Baumstamm voll geworden. War krass, ich glaube, ich bin noch nie so abgegangen wie gerade. Ich sah wahrscheinlich aus wie so ein Vollhonk, wie ich die ganze Zeit... Das war mir ja sogar krass peinlich. Kennt ihr das, wenn ihr euch für andere mega mitschämt? Und jetzt noch eine Runde, oder was? Ja.
Der nächste Anruf wird in einem Matratzenladen sein. Was? Ja. Du fragst noch. ja, hallo, Schmitz hier. Bin ich da richtig in einem Matratzenladen? Bin ich da richtig in einem Matratzenladen? Nein, das ist Moment, deine Tennisschuhe dran. Wo bin ich gerade bei Ihnen? Tennisschuhe dran, Moment, deine. Oh, das tut mir leid, da habe ich mich total verwählt. Tut mir leid, ich habe jetzt irgendwie blöd gelaufen. Du rufst jetzt im Matratzenladen an, indisches Restaurant, hallo? Du bist so doof. Ja, hallo, Anna Schmitz hier. Ich habe eine Frage zu Matratzen. Und zwar, die Frage ist ein bisschen spezieller. Ich habe letztens so ein Teleshopping geguckt und da wurde eine ganz bestimmte Matratze vorgestellt. Und da wurde gesagt, dass die gegen alles abweisend ist. Also wenn man sich irgendwie mal ins Bett macht oder Durchfall hat oder ein paar Kotkrümel drauffallen oder so. Haben Sie sowas auch? Das ist wirklich eine sehr spezielle Frage, da rufe ich gerne mal in der Abteilung an, ja. Das ist lieb, danke schön. Sehr gerne, Klammer mit Geduld, bitte. Ja. Danke. Das ist wirklich eine sehr spezielle Frage. So, wie nennt das war, damit ich hier haben, quasi so eine Auflage, dass wir aber richtig Matratzen haben, wenn nicht. Ach, das ist aber schon mal super. Ich habe noch eine Frage und zwar habe ich ganz empfindliche Halswirbel. Haben Sie da auch spezielle Matratzen oder liegt das am Härtegrad der Matratze? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Also wir haben natürlich mittelfeste Matratzen und auch richtig harte. Ich hatte halt jetzt heute leider gar keine Zeit. Ich habe eben noch ein Wiener Schnitzel und eine Honigmelone gegessen und ich dachte mir, ich rufe, bevor ich jetzt den Abend ausklingen lasse, einfach nochmal ganz kurz an und frag einfach mal nach. Wo ich Sie gerade am Telefon habe, haben Sie eigentlich, gibt es bei Ihnen eigentlich auch Türstopper? Türstopper? Ja. Also ich stelle mir aber Fragen jetzt hier. Ja, es ist ein bisschen hin und her aus dem Thema, aber wir sind gerade umgezogen, deswegen benötigen wir leider noch so ein paar Dinge. Ja, nee, also ich habe gerade meine Kollegen gefragt, haben wir nicht. Und wie sieht's mit Pantoffeln aus? Kann man bei Ihnen Pantoffeln kaufen? Pantoffeln? Ja. Ich glaube ja. Ach, tatsächlich? Das ist ja super. Ja, natürlich. Die sind sogar, wir haben eine neue Kollektion. Wenn Sie mal auf die Internetseite gehen. Oh, tut mir leid. Jetzt habe ich gerade gepupst. Jetzt hat mich das alles ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Ich muss noch mal kurz überlegen, ob ich noch eine Frage habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein erster Anruf ist gerade. Ja, aber tut mir leid, dass Sie sich jetzt verarscht vorkommen, aber es ist wirklich ernst gemeint von mir. Ich bin immer so ein bisschen durcheinander, von daher, ich bin auch eben, habe ich auch versucht, da war ich einkaufen, habe ich auch versucht, durch den Notausgang reinzugehen ins Geschäft und bei mir läuft immer alles ein bisschen drunter und drüber. Ja, ich wollte halt Sektkorken kaufen, weil bei mir heute eine richtig fette Party eigentlich steigen sollte, aber gut, ist eigentlich jetzt auch alles geplatzt. Sie haben jetzt eigentlich auch alle Fragen beantwortet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ja, danke schön. Das wünsche ich Ihnen auch, ja. Dankeschön. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Ich habe alle 10 Begriffe genannt. Oh mein Gott. Cool, und der Mann weiß jetzt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Krass, du bist so ein Profi. Ja, wir schreiben euch die richtige Zahl meiner Punkte jetzt nochmal hier irgendwo ein. Ich blende sie euch nochmal ein. So, und wie ich am Anfang schon angekündigt habe, kommen wir jetzt zu dem sinnvollen Teil dieses Videos. Und zwar rufen wir jetzt nochmal ein, zwei Zuschauer von uns an. Die Nummern haben wir von Twitter und ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mal bei uns auf Twitter vorbeischaut. Wenn ihr da noch nicht seid, ihr könnt euch innerhalb von einer Minute einfach da anmelden. Es macht einfach so einen Spaß. Ich bin über Twitter euch einfach viel näher. Ich twitter ganz, ganz viel von meinem Tag und es macht mir einfach mega viel Spaß. Von daher schaut auf jeden Fall in Twitter vorbei. Alles in der Infobox verlinkt. Hier findet ihr meinen Namen, wie ich auf Twitter heiße. Einfach nur @bibisbeauty. So, und ich würde sagen, wir suchen jetzt mal zwei nette Zuschauer raus und dann geht's los. So, los geht's. Der erste Zuschauer wird angerufen. Hallo. Hallo, Celine. Ciao. Hallo. Bibi? Ja. Oh mein Gott. Hast du nicht damit gerechnet, dass wir anrufen? Dann ist die Überraschung doch gelungen. Ja. Ich wollte mich für deine ganzen, ganz lieben Tweets bedanken und deine ganzen süßen Nachrichten. Bitte. Wir drehen gerade ein Video.
Und du bist im Video. Echt? Ja. Freuen sich jetzt bestimmt ganz dolle. Ja, und Julian? Ja? Kannst du mir auf Twitter folgen? Ja, natürlich. Ja, bin dir gefolgt. Tada! Bitte. Ich will dich ganz lieb. Oh, wir haben dich auch ganz dolle lieb. Und dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Abend. Euch. Euch, ja. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Oh nein, die hat voll geweint, hat sich so sehr gefreut. Voll süß. Sowas müssen wir echt öfter machen, das macht mich immer so glücklich. Ja. Hallo? Hallo. Welcher? Hier ist die Bibi. Und? Julian. Wirklich? Ja, wirklich. Oh mein Gott. Hallo. Dich, dass wir anrufen? Richtig. Das ist süß. Ich will meine beste Freundin bei uns vergrüßen. Sie ist auch ein richtig großer Fan von dir. Oh, da freut sie sich aber bestimmt. Ja, richtig. Oh mein Gott, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und da schreiben alle, dass sie so gerne wollen, dass sie mal anrufen. Jetzt musst du ausgerechnet mich an. Ja, ist doch schön. Dann bestell mal ganz, ganz liebe Grüße an alle, die in der WhatsApp-Gruppe sind. Oh, wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Aber du brauchst nicht zittern. Alles ist gut. Dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, dass wir uns bald auch irgendwann mal sehen können. Okay, tschüss. 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 Wie süß die war. Oh, ich liebe es immer so sehr, wenn die sich so sehr freuen. So, meine Lieben, das war's mit dem Telefonbattle. Es hat mich jetzt super glücklich gemacht, am Ende nochmal ein paar von euch anzurufen. Und wenn ihr sowas öfter sehen wollt, das heißt, wenn ihr vielleicht sogar mal ein einzelnes Fan-Call-Video sehen wollt, dann zeigt uns das doch, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich auch, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und wenn wir euch nur ein bisschen zum Schmunzeln bringen konnten, so einen Tacken. Daumen nach oben. Ich finde, den habe ich mir echt mit meinem Einsatz verdient. Schreibt mal in die Kommentare, was das coolste Wort war, was ihr findet, was ich mir ausgesucht habe. Also mein Favorit ist immer noch der Kotkrümel. Wow. So, mit diesem wunderschönen Schlusswort beenden wir jetzt mal das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein. Der Schrank hinter uns kippt gerade was um und am Ende verlinken wir euch nochmal zwei alte Videos. Und zwar verlinke ich euch auf Julians Seite einmal sein 10 Arten von Jugendvideo. Sehr lustig. Ihr werdet euch beömmeln. Ja, schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und auf meiner Seite gibt es... Da haben wir doch mit der Sahne das, ne? Ja. Da, wo wir uns die Sahne ins Gesicht gefropft haben. Wie heißt das? Wer bin ich? Wie gut kennst du mich? Auch ein sehr lustiges Video. Und ja, damit sagen wir tschüss und sagen... Ich grüße meine Mutter. Tschüss. Tschüss.